Schon wieder Wassermassen auf den Straßen, gefühlt aus allen Richtungen, so wie hier am Sachsendamm und auch auf der Stadtautobahn. Heftige Böen und Regen, Regen, Regen. Das nächste Unwetter zieht über uns hinweg. Bäume geben der Wucht nach, auch in Potsdam. Die Feuerwehren sind im Ausnahmezustand. Herzlich willkommen zum rbb-Spezial Unwetter und kein Ende. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 15 Minuten. Es gab wieder amtliche Unwetterwarnungen für unsere Region. Wo genau sich was jetzt noch auffällt, das klären wir gleich genau. Aktuell ist der Zugverkehr auf der Berliner Ringbahn eingestellt. Im gesamten S-Bahn-Netz gibt es Behinderungen. Auch der Regionalverkehr ist auf einigen Strecken eingestellt. Flüge wurden sowohl in Tegel als auch in Schönefeld gestrichen. Bäume sind auf parkende und fahrende Autos gestürzt. Auch Insassen wurden verletzt. Zu alledem gleich mehr. Erstmal ganz fleißig mit Bildern und Filmen versorgt. Und hier ist eine nur ganz kleine Auswahl davon. Hier haben wir die Bilder von Marco Buchmann aus Rathenow. Er hat den Hagel in seinem Garten gefilmt. Oder hier am Bahnhof von Pritzwalk. Das hat Jonas Reichert beobachtet, wie das Gewitter da abzieht. Und hier das Storchennest. Die Kamera dort in Vorde im Havelland. Die hat festgehalten, wie der Storch ganz liebevoll seinen Jungen vor Hagel und Regen schützt. Ja, das wird er wohl noch öfter machen müssen in diesem Jahr. So, die neuesten Bilder und die Wetterdaten, die bekommen Sie natürlich von uns wieder hier um 21:45 Uhr in rbb24. Der